Dann können wir jetzt loslegen. Vorgestern war es ja ein bisschen stressig, das war ein bisschen schade. Wir hatten nur 45 Minuten Zeit und wir mussten durch alles durchhetzen, was man so in der ersten Vorlesung alles machen möchte. Heute wird es hoffentlich ein bisschen entspannter. Heute können wir aber noch nicht direkt mit Rust loslegen, auch wenn ich das auf jeden Fall gerne möchte. Heute müssen wir noch ein bisschen über Git und GitHub reden. Und wie man sich Rust überhaupt einrichtet, da werde ich mal ganz kurz was zu sagen. Ihr habt schon euch zahlreich in das Testatsystem eingetragen. Ihr seid jetzt in der Vorlesung weniger als letztes Mal. Das ist zu erwarten gewesen. Im Testatsystem sind, glaube ich, gerade, und ich lüge nicht, 42 Menschen eingetragen. Das kommt so ungefähr hin von dem Anteil an Start-IP, was man so erwarten würde. Mal schauen, ob es noch mehr wird, aber das sieht im Moment ganz gut aus. Gibt es vorher schon Fragen, irgendwie organisatorischer Art oder so? Würde ich jetzt einfach mal loslegen. Ja, sorry. Ob ich noch mehr Tutoren ranholen möchte, das muss ich dann schauen, wie viel das am Ende werden. Also, ach so, das Gerücht ging um. Wahrscheinlich auf jeden Fall keine neuen Tutoren. Wenn, dann würde ich nur noch eine halbe Stelle aufstocken. Im Moment habe ich zwei Stellen und wahrscheinlich würde die halbe Stelle dann noch an einen der jetzigen Tutoren gehen, wenn das überhaupt nötig ist. Also im Moment, die 21 Testate sind 10,5 pro Tutor, das ist in Ordnung. Also nicht zu sehr spekulieren und wahrscheinlich geht es sowieso nur an die Tutoren, die ich schon habe. Okay, Git und GitHub. Wer hat denn hier schon mal Git benutzt? Bitte. Okay, und wer hat Git schon mehr als einmal benutzt? Okay. Das ist in Ordnung. Ich hoffe, ich langweile euch nicht. Git ist ja so eine schwierige Sache. Ich finde Git sehr kompliziert und komplex. Und ich hoffe, dass ich das den Neuen, also die noch nie was mit Git gemacht habe, einigermaßen in Ordnung beibringen kann. Aber ich finde es sehr schwierig, das beizubringen. Wir werden auch nicht die ganze Vorlesung damit verbringen. Also für die, die das schon können, wir sind irgendwo in der Hälfte hoffentlich fertig damit. Also Git. Git, den Witz hier bringe ich immer. Git, das ist eigentlich ein Wort, der Deutsch könnte man das als Blödmann übersetzen. Und das ist natürlich nicht das, was Linus Torvalds, der Erfinder von Git, auch der Erfinder von Linux übrigens, falls euch das noch nichts gesagt hat, der hat sich einfach den Namen ausgesucht, weil er kurz zu schreiben ist. Was ist Git? Git ist ein verteiltes Versionsverwaltungssystem. Es ist Open Source, das ist wichtig, aber das hätte man jetzt auch von Linus irgendwie erwartet. Und es ist extrem populär. Und das kann ich nicht oft genug sagen, denn es ist wirklich populär. Man findet eigentlich keine größere Firma, keine größere Softwarefirma, wo Git nicht eingesetzt wird. Das sind jetzt zwar nur ein paar dieser Firmen, wo Git eingesetzt wird. Da sieht man auch schon ein paar größere Firmen, aber letztendlich wird das überall eingesetzt. Fast überall. Es gibt da zwar ein paar Alternativen, aber Git ist schon echt sehr, sehr groß. Und insbesondere in der Rust-Community ist fast alles auf GitHub. Und ihr könnt euch vorstellen, GitHub nutzt Git. GitHub ist eine Website und Git ist die Technologie, die der zugrunde liegt. Git ist extrem komplex und kompliziert, aber das habe ich gerade schon gesagt. Es ist aber gleichzeitig auch extrem mächtig. Ich finde, Git ist so ein Werkzeug, was wirklich extreme Power hat, aber um das wirklich zu verstehen, braucht man Jahre. Und ich mache schon mit Git ein paar Jahre was und ich bin einmal im Monat mindestens erstaunt, was es noch so alles gibt. Also ich bin auch noch lange nicht am Ende mit Git. Git ist wirklich schwierig zu lernen und da muss man sich einfach Zeit nehmen und man kann nicht erwarten, dass man das in einer Woche oder einem Semester komplett lernen kann. Also ich würde sagen, es lohnt sich. Und insbesondere für Informatikstudenten lohnt es sich generell, sich irgendwie da reinzuarbeiten. Das bringt was für später. Auch wenn ihr alleine an Projekten arbeitet, bringt das was. Wie bedient man jetzt dieses Git? Es gibt da mehrere Möglichkeiten, weil es eben so populär ist. Original ist es ein Terminal-Tool, was man über die Kommandozeile bedient. Also hat man Kommandozeilenbefehle, die man eingibt und die dann hoffentlich das Richtige tun. Das ist nicht optimal in dem Sinne, dass ich das Interface, also das Kommandozeileninterface, für nicht sehr gut designt halte. Wenn man versteht, was im Hintergrund vorgeht, dann kann man auch wirklich die Befehle sinnvoll einsetzen, aber die Befehle, also die Namen der Befehle, spiegeln nicht unbedingt das wider, was sie im Hintergrund machen. Deswegen ist das Interface ein bisschen schlecht, finde ich, aber es ist in Ordnung. Und man hat halt auf alles von Git Zugriff, auf wirklich alles. Und das Ding ist, wenn ihr irgendwas sucht im Internet über Git, dann stehen da meistens eben diese Terminal-Befehle.
Ihr werdet nie sehen, dass irgendwie auf GitHub zu einer allgemeinen Git-Frage steht, okay, in diesem Tool machst du das jetzt so oder so. Das ist immer so das Problem, wenn man andere grafische Oberflächen benutzt zu solchen Tools. Alles, was man irgendwie dazu sagt, sind meistens diese Git-Befehle. Und wenn man dann nicht weiß, wie man diese Git-Befehle direkt ausführt, dann ist man ein bisschen aufgeschmissen. Es gibt zum Beispiel auch noch die Software GitHub für Windows. Das ist direkt von GitHub herausgegeben und das sieht sehr, sehr schön aus, diese Software. Ich habe die auch schon mal benutzt, aber sie ist recht eingeschränkt. Was nicht unbedingt ein Problem ist, denn sie erlaubt recht einfach, dass man doch sich in einem Terminal-Fenster einloggen kann und dann die normalen Git-Befehle eingeben kann, aber über die Oberfläche mit Buttons ist es recht eingeschränkt. Und dann gibt es noch zum Beispiel SourceTree von Atlassian. Das ist eine mächtigere Software zur Git-Verwaltung, auch in der grafischen Oberfläche. Die habe ich nur kurz benutzt, aber von anderen wurde sie mir empfohlen. Aber wie gesagt, bei diesen beiden grafischen Oberflächen, wenn ihr mal im Internet was findet, dann sind das Git-Befehle. Die könnt ihr wahrscheinlich auch irgendwo da eingeben, aber das ist immer so ein bisschen schwierig. Ich würde euch erstmal empfehlen, im Terminal zu arbeiten, wenn ihr das könnt. Ihr könnt euch auch entscheiden, was anderes zu machen und zu sagen, okay, GitHub for Windows sieht schön aus und ich kann zur Not auch ins Terminal gehen. Das ist dann auch in Ordnung. Wichtig ist hier, ihr dürft alles benutzen, was ihr wollt, was ihr zu Hause benutzt, ist mir ziemlich egal. Ihr habt aber erstmal diese grafischen Tools nicht auf den ZIP-PCs und ihr müsst euch an ein paar Konventionen halten. Wenn euer Tutor euch sagt, das ist was schiefgelaufen mit Git, führ mal das aus, dann solltet ihr in der Lage sein, das zu machen. Also wenn euer Tutor euch sagt, macht mal das und das irgendwie, um da was zu reparieren, dann solltet ihr in der Lage sein. Und solange ihr in der Lage seid, das zu tun, dann ist alles in Ordnung. Dann könnt ihr nutzen, was ihr wollt. Aber am einfachsten, wenn ihr nicht noch mehr Arbeit reinstecken wollt, ist das Terminal, weil die Tutoren meistens, oder ich auch, dann schon feste Befehle rausgeben, wie zum Beispiel, mach mal Git bla bla bla. Ja? Naja gut, man muss schon ein paar mehr Git-Befehle ausführen als Push und Pull, aber klar, dieser Kurs verlangt jetzt nicht sehr viel Git von euch, nein. Deswegen kann man gut hinkommen mit solchen Tools wie hier GitHub for Windows oder so. Aber in Erfahrung sieht man, dass man dann doch irgendwie mal was falsch macht und dann ist man aufgeschmissen, wenn man nicht so einen speziellen Git-Befehl benutzt. Das passiert ja dann wieder mal. Also ich lasse euch das offen. Ihr könnt erstmal ruhig, wenn ihr Angst habt vor der Kommandozeile, mit GitHub for Windows anfangen. Ihr werdet das dann ja sehen. Okay, dann fangen wir jetzt mal mit Git an. Was ist denn eine Versionsverwaltung? Das wird auch VCS genannt. Eine Versionsverwaltung, die dokumentiert und protokolliert Dateiveränderungen, beziehungsweise wie Dateien über die Zeit, welchen Status die haben. Und dazu wird auch noch gespeichert eine Reihe von Metadaten, wie zum Beispiel der Autor von einer Änderung, oder die Kurzbeschreibung einer Änderung, die der Autor angeben kann, und ein Zeitstempel. Das sind nicht alle Daten, aber einige wichtige Daten. Also die Dateien und ein paar Metadaten werden gespeichert. Und das ermöglicht jetzt viele Dinge. Diese Liste von Vorteilen klingt jetzt erstmal nicht so ganz überzeugend. Also einmal ist es möglich, alte Stände wiederherzustellen. Das ist natürlich eine gute Backup-Möglichkeit. Man hat zwar irgendwie so bei Dropbox oder sonst was auch eingeschränkt Backup-Möglichkeiten, dass man irgendwie frühere Versionen wiederherstellen kann, aber bei Git ist das natürlich noch was ganz anderes, eine ganz andere Qualität. Man kann auf dieser ganzen Codebase Analysen ausführen, da gibt es manchmal so lustige Animationen, wo dann so Blubberblasen auftauchen, wenn irgendjemand so ein Tool geschrieben hat, was ein Git-Repository nimmt und das irgendwie die Entwicklungsgeschichte visualisiert in irgendeiner Form. Das ist jetzt zwar nur Spaß, aber man kann theoretisch irgendwie gute Analysen auf diesen Daten ausführen. Weil man eben nicht nur den Code hat, sondern auch die Geschichte dahinter, wie dieser Code entstanden ist. Und insbesondere ermöglicht das auch paralleles Arbeiten von mehreren Entwicklern. Warum das jetzt daraus resultiert, das fällt noch nicht direkt, also das leuchtet noch nicht direkt ein vielleicht, aber das werden wir vielleicht später sehen. Obwohl ihr das in diesem Kurs auch nur sehr beschränkt oder gar nicht machen müsst. Es gibt ein paar Alternativen, wie ich gerade schon gesagt habe. Die richtige Alternative, so wie ich das im Moment raushöre, ist eigentlich nur Mercurial, das erste hier. Die anderen sind eher alte Versionsverwaltungssysteme, die kaum noch, also die werden bestimmt noch benutzt, zu viel irgendwo in Firmen. Aber wenn man zum Beispiel mit SVN gearbeitet hat mal und dann Git kennenlernt, dann möchte man normalerweise nicht von Git weg, sobald man einmal Git verstanden hat. Weil diese neuen Versionsverwaltungssysteme wie Git oder Mercurial, die haben schon viele neue Features, die man eigentlich vermisst in diesen alten.
Aber gut, wir benutzen ja eh Git, also bleibt euch da nicht eine, keine große Wahl. Kommen wir zum ersten Punkt, was wichtig ist in Git. Das ist ein Commit. Den Namen müsst ihr euch merken. Ein Commit ist eine Abbildung des ganzen Projekts zu einem Zeitpunkt. Also wenn ihr mit einer Kamera ein Bild macht, zack, alles ist festgehalten. Das stellt ein Commit dar. Und ein Commit speichert dazu noch, also ein Commit speichert erstmal alle Dateien, das ist klar, damit wir diesen Snapshot haben. Aber dazu speichert Git dann noch diese Metadaten. Insbesondere aber auch sein Vorgänger. Das ist wichtig, um zu wissen, in welcher Reihenfolge jetzt Änderungen passiert sind. Also ein Commit, ein Bild von einem Projekt, sein Vorgänger und Metadaten. Ein Commit wird identifiziert in Git durch einen Hash-Wert, einen SHA-1-Hash-Wert. Das ist so ein 40-Zeichen-String, der irgendwie lang und blöd zu schreiben ist. Oft wird er auch abgekürzt durch irgendwie 6 Zeichen, also die ersten 6 Zeichen von diesem Hash, weil die meistens auch schon eindeutig sind. Insgesamt, wenn man solche Hashes hat, die Hashes werden berechnet aus den Dateien und aus den Änderungen und den Metadaten. Diese Hashes sind eigentlich immer eindeutig in einem Repository. Das heißt, jeder Commit hat einen eindeutigen Namen, wenn wir so wollen. Ich werde aber in der Präsentation das C1 und C2 nennen. Das ist ein bisschen einfacher. Also, ein Commit sieht so aus, also zumindest in einer Präsentation. Das sind das immer so grüne Knubbel. Und das ist jetzt nochmal die verkürzte Version, Version von diesem Hash, der manchmal irgendwo angegeben wird. Und dieser Commit, der repräsentiert jetzt eben einen Snapshot von diesem Verzeichnis, von unserem Projekt. Und das ist gerade noch leer. Also es ist wahrscheinlich der erste Commit. Dann gibt es vielleicht einen zweiten Commit. Und der kennt jetzt einen Vorgänger, das ist wichtig. Ja, immer diese Vorgängerbeziehung ist immer da. Und der stellt jetzt das Projekt zu einem anderen Zeitpunkt dar. In diesem Zeitpunkt hatten wir jetzt schon 3 Dateien und 2 davon sind in einem Ordner drin gewesen. Das haben wir dir anscheinend hinzugefügt. Und dann haben wir noch einen Commit, der wieder das etwas andere darstellt. Natürlich können wir auch die Dateien hier bearbeitet haben, das sehen wir in dieser Ansicht jetzt nicht. Aber auf jeden Fall haben wir immer 3 unterschiedliche Bilder vom Projekt, die komplett unabhängig voneinander sind, bis auf diese Vorgängerbeziehung. Und wie schon gesagt, ich werde das einfach nur so darstellen. Ihr könnt euch aber immer denken, jeder dieser Knubbel steht immer für ein Bild des Projekts. Gut, das nächste Wort aus Git, Repository. Bevor wir irgendwas mit Git machen können, brauchen wir ein Repository. Also Git arbeitet immer auf einem Git-Repository. Und dieses Repository besteht hauptsächlich aus der sogenannten Version-Database. Die Version-Database ist einfach nur die Sammlung aller eurer Commits. Ich denke, das ist bis jetzt noch ganz einfach, sich vorzustellen. Da sind alle eure Commits drin, eben auch mit dieser Vorgängerbeziehung. Und das ist im Übrigen gespeichert in einem versteckten Verzeichnis .git. Wenn ihr mal irgendwie euch wundert, was dieses .git-Verzeichnis ist, wenn ihr in einem Repository arbeitet, da ist genau das alles drin gespeichert. Und das solltet ihr dann noch nicht löschen. Das wäre ein bisschen schade. Und ich habe versucht, eine Analogie zu finden, denn das ist noch recht abstrakt. Mir ist gestern was eingefallen und wir probieren mal, ob es klappt. Ich hoffe, es ist ganz in Ordnung. Also, die Version-Database ist dieser Aktenschrank. Ja, jeder Ordner ist ein Commit. Und jedes Blatt in diesen Ordnern ist eine Datei. Also wir haben einen riesen Schrank von Ordnern, wo irgendwie diese Commits alle nebeneinander stehen. Natürlich besteht eine interne Struktur irgendwie, aber das interessiert uns erstmal nicht. Wir haben erstmal eine Sammlung von Commits. Das ist wichtig für uns. So, damit können wir jetzt erstmal noch nichts machen. Das ist in diesem versteckten .git-Verzeichnis drin und in Git-Form komprimiert in irgendeiner Art und Weise. Da können wir jetzt noch nicht direkt was bearbeiten. Deswegen gibt es einen zweiten wichtigen Teil zu jedem Git-Repository und das ist das Working Directory. Das Working Directory, das ist diese Ordnerstruktur, die ihr dann seht, ganz normal unter Windows oder Linux oder was auch immer. Und das ist ein Blick auf einen Commit. Also ihr nehmt einen Commit und checkt den aus. So nennt man das. Also ihr holt euch immer einen Ordner und wollt den auschecken. Ihr habt immer einen Blick. Und hier versuche ich mal die Analogie weiterzuführen. Ihr habt einen Tisch neben eurem Schrank stehen und immer, also wenn da nur der Schrank steht, könnt ihr noch nicht arbeiten. Ich denke, das leuchtet ein. Ihr müsst immer euch die Sachen rausholen. Und dein Checkout ist jetzt, dass ihr euch diesen Aktenordner holt, einen Commit. Dann merkt euch den Ordnernamen, das wird später wichtig. Also den String von, also diesen Hash, den müsst ihr euch merken. Beziehungsweise das macht Git für euch natürlich. Das ist jetzt nur eine Analogie. Dann kopiert ihr jede Seite dieses Ordners und legt alle Seiten auf euren Tisch. Jetzt könnt ihr natürlich mit den Seiten arbeiten. Ihr könnt die
bearbeiten, ihr könnt die löschen, ihr könnt neue Seiten hinzufügen. Das liegt ja jetzt auf eurem Tisch und ihr könnt damit arbeiten. Und es stellt sich direkt die Frage, okay, wie komme ich jetzt vom Tisch wieder zurück in einen Aktenordner? Und hier ist das jetzt ein bisschen unterschiedlich zu, wie man das sich vielleicht vorstellt, dass man einfach alles vom Tisch nimmt, zack, und in so einen Ordner packt, einen neuen Ordner und dann wieder in den Schrank zurückstellt. Das läuft ein bisschen anders bei Git. Also wir haben die Version Database und unser Working Directory. Jetzt gibt es einen dritten wichtigen Punkt. Das ist die Staging Area. Das ist jetzt bei uns mal so ein Kasten, wo man irgendwie Sachen reinlegen kann. Und der Prozess von Sachen da reinlegen heißt bei uns Staging. Also, es kann jetzt sein, dass wir irgendwie Sachen bearbeiten und bevor wir die jetzt in einen Ordner packen, müssen die einmal durch diesen Staging-Bereich durch. Und beim Stagen, in unserer Analogie, kopieren wir uns die Zettel und legen die in die Staging-Area. Das müssen jetzt nicht alle Zettel sein, die wir bearbeitet haben, sondern kann nur ein Teil sein, aber es können auch alle Zettel sein, die wir bearbeitet haben. Das ist auf jeden Fall so der Bereich, wo wir sagen, okay, das ist jetzt fertig. Das nächste Mal, wenn wir einen neuen Aktenordner erstellen, das kommt da alles rein. Also das ist eine Vorbereitungsebene. Man hat diese zusätzliche Ebene, um ein bisschen noch professioneller daran zu arbeiten. Manchmal braucht man das eventuell nicht, aber ihr müsst euch jedenfalls vorstellen, dass es diese drei Ebenen gibt. Und jetzt können wir dann endlich einen neuen Aktenordner erstellen. Und das macht man, indem man diesen Originalordner kopiert, mit dem Ordnernamen, den wir uns gemerkt haben, deswegen braucht man das unter anderem. Den kopieren wir nochmal komplett. Und dann überschreiben wir alle Seiten, die wir hier im Staging Area haben, in diesen Ordner, den wir gerade vorbereiten. Also alle neuen Sachen, alle Änderungen, die nach Staging Area lagen, werden auf diesen Ordner angewendet und die alten Sachen werden mal überschrieben. Und dann merken wir uns den neuen Ordner. Also dann überschreiben wir uns das Gemerkte, was wir unten gemerkt haben und merken uns dann den neuen Ordner. Denn jetzt ist ja unser neuer Ordner das, was wir auf dem Tisch liegen haben. Klingt vielleicht am Anfang ein bisschen komisch, weil wir ja den Ordner noch nicht rausgeholt haben, aber wir haben den Ordner ja gerade vom Tisch reingestellt, das heißt, auf dem Tisch liegt jetzt dieser neue Ordner, ausgecheckt. Möglicherweise noch mit anderen Änderungen, die noch nicht in der Staging Area drin waren. Okay? Und grob gesagt gibt es jetzt drei Git-Befehle dafür. Git Checkout, dann gibt es Git Add und Git Commit. Es gibt deutlich mehr Befehle, um all diese Sachen zu machen. Git ist komplex, wie gesagt. Aber ich sage mal so, das sind die Hauptbefehle, um diese drei Aufgaben auszuführen. Ist das soweit erstmal klar? Gut. Damit Git jetzt weiß, in welchem, was mit den Dateien los ist, die auf dem Tisch liegen, gibt es einen Dateistatus, den Git jeder Datei gibt. Und da gibt es die vier Status. Und ja, ich habe nachgeguckt, der Plural ist Status. Und ich beschreibe dir mal kurz. Wir fangen mal mit unmodified an. Das ist jetzt in Git registriert, aber ist nicht verändert vom letzten Commit. Also in unserer Analogie, wir haben das frisch vom Ordner auf dem Tisch kopiert. Wir haben noch nichts verändert, das liegt da gerade noch auf dem Tisch, wie es auch im Ordner war, den wir gerade ausgecheckt haben. Dann gibt es modified, ich denke, das ist klar. Wir haben es jetzt zwar ausgecheckt, aber wir haben auf dem Tisch schon Änderungen vorgenommen. Dann gibt es staged. Ich denke, das ist auch klar, was das heißt. Jetzt haben wir schon gesagt, dieser Zettel mit den Änderungen auf dem Tisch, den haben wir schon in die Staging Area gelegt. Den haben wir schon vorbereitet und gesagt, wir sind bereit. Jetzt gibt es noch untracked. Jemand eine Ahnung, was das sein könnte? Vielleicht jemand, der noch nicht mit Git gearbeitet hat? Na gut, das ist etwas, was Git noch nicht kennt. Also, da kommt irgendjemand hin und legt uns irgendwas auf den Tisch. Also, das können auch wir gewesen sein. Aber auf jeden Fall legen wir irgendwas auf diesen Tisch. Und noch wissen wir überhaupt nicht, was wir damit anfangen sollen. Es könnte jetzt auch nur sein, dass irgendjemand da was vergessen hat. Also, Git ignoriert erstmal alle Sachen, die ihr so reinkopiert. Also, Git sagt dann, okay, da ist irgendwas, aber du hast mir nichts gesagt, was ich damit machen soll. Das ist jetzt untracked. Ich mache erstmal nichts damit. Also, das ist nicht wie Dropbox oder Google Drive, wo ihr irgendwas in Ordner kopiert und automatisch wird es hochgeladen. Man muss Git immer explizit sagen, dass man eine Datei benutzen möchte. Mal schauen, wie das so hin und her geht zwischen den Status. Als allererstes fangen alle Dateien untracked an. Und um jetzt eine Datei hinzuzufügen zu unserem Repository, müssen wir die natürlich stagen, damit die endlich mal in irgendeinem Ordner landet, also in einem Commit. Und mit welchem Befehl geht das?
nett aufgepasst. Am besten die, die mit Git noch nicht gearbeitet haben. Ja? Ganz genau. Also Git Add ist immer zum Staging da. Das bringt immer von jeder Stufe zur Staging Area. Und jetzt sagen wir Git Commit und wohin, also welchen Dateistatus hat dann die Datei nach dem Commit? Ja? Genau. Dann geht es wieder dahin zurück. Denn wir haben jetzt gerade den Commit erstellt und jetzt liegt es auf dem Tisch, genauso wie es in dem Commit ist, den wir jetzt gerade referenzieren. Dann editieren wir mal die Datei, dann können wir die wieder hinzufügen. Wie gesagt, Git Add fügt aus jeder Ebene hinzu zur Staged Area. Okay. Die Unmodified Ebene, da geht das nicht, weil Git sagt, da sind keine Änderungen, ich kann es nicht stagen, was willst du überhaupt damit? Aber von den beiden anderen Ebenen fügt Git Add das zur Staged Area hinzu. Und jetzt gibt es noch einen kleinen Shortcut, denn manchmal möchte man diese Staged Area nicht wirklich benutzen und möchte wirklich immer alle seine Änderungen, die man vorgenommen hat, in einen neuen Commit packen. Da immer alle Dateien mit git add hinzuzufügen, kann manchmal nervig sein. Deswegen gibt es diesen Trick git commit -a. Das macht, dass alle veränderten Dateien, aber wichtig, wichtig, keine neuen Dateien, das heißt nur die modified Dateien, nicht die untracked Teile, die werden gestaged und dann wird git commit ausgeführt. Also, das wird quasi einmal von modified nach oben staged und dann auch direkt wieder runter zu unmodified, weil wir einen Commit ausgeführt haben. Okay. Frage. Wenn ich eine Datei gestaged habe und ich ändere was, ist sie dann modified oder ist sie staged? Ich beides. Meine, sie ist staged. Beides. Das ist ein bisschen schwierig zu verstehen. Ich habe gerade eine Analogie gesagt, wenn wir etwas stagen, machen wir eine Kopie von dem, was auf dem Tisch liegt und legen das in die Staging Area. Das heißt, wenn wir git add sagen, nimmt git die Version der Datei jetzt, wo wir git add sagen und legt die in die Staging Area. Wenn wir sie danach nochmal modifizieren, ist die Datei gestaged, aber in einer älteren Version, und sie ist modified in der aktuellen Version. Das ist vielleicht ein bisschen verwirrend, wenn man sich das mal anguckt, aber dann wisst ihr wenigstens Bescheid. Okay, der typische Ablauf, um jetzt mal ein Beispiel zu sagen, wir legen zwei Dateien an und dann sagen wir git add hello und bye.rs, die Rust-Datei-Endung, dann sagen wir git commit und dann erstellen wir so einen Commit. Dann bearbeiten wir einige Dateien und sagen nochmal git commit -a. Dann legen wir eine Datei neu an und bearbeiten eine andere Datei. Jetzt ist wichtig, wir können nicht git commit -a sagen, denn dann ist die neue Datei nicht mit drin. Also müssen wir sagen git add test-rs und dann können wir git commit -a sagen. Und wir erstellen wieder ein Commit. Und dann geht es so weiter. Wichtig ist noch, dass viele Leute git unterschiedlich benutzen. Und einige Leute sagen zum Beispiel, git commit -a ist schädlich und ist böse. Man kann sich da selber einen Fuß schießen. Ich bin da anderer Meinung. Ich benutze das oft, aber man muss sich immer bewusst sein, was man damit macht. Man darf nicht git commit -a so benutzen, wie als wenn man Dropbox haben möchte. Wie gesagt, ihr müsst euch von diesem Dropbox-Gedanken komplett verabschieden. Okay, eine Frage. Wenn man jetzt den Schritt 8 auslässt und ja, dann einfach nur git commit -a macht, wird dann einfach ignoriert? Genau. Die liegt dann weiterhin in deinem Verzeichnis, aber git sagt weiterhin, die ist untracked, die interessiert mich nicht. Und im neuen Commit, diesem hier, ist dann nur die Veränderung von hello.rs drin. Ja? Okay. Was wichtig ist jetzt noch, wie ls quasi im Terminal, ist bei git den Status anzuzeigen. Dafür gibt es den Befehl git status. Hier ausgeführt. Und der sagt dann ziemlich viel. Aber das ist auch ganz gut, was er da alles sagt. Das ist nämlich meist hilfreich. Die ersten beiden Zeilen können wir gerade mal ignorieren. Und dann steht hier einmal eine Überschrift Changes to be committed. Das ist die Staging Area. Das sind die Dateien, die wir schon vorgemerkt haben zum Commit. Und da haben wir jetzt gerade zwei neue Dateien. Und Git sagt dann auch noch direkt, wie man sie aus der Staging Area wieder rausbekommt. Das ist jetzt ein Befehl. Ist jetzt nicht so wichtig. So oft braucht man den nicht. Das nächste steht, Changes not staged for commit. Das heißt, wir haben schon was geändert, aber das wurde noch nicht gestaged. Das sind eben die, die wir noch nicht hinzugefügt haben. Das steht dann hier, eine andere Datei. Und dann steht auch hier direkt, use git add file to update what will be committed, um die in die staged area reinzubekommen.
Und ganz unten sehen wir dann die Untracked Files. Das ist eben diese Tester S, die da einfach so mal so rumgammelt und Git macht noch nichts damit. Alles, was hier in Untracked steht, da macht Git überhaupt nichts mit. Also Git Status genauso wie LS eigentlich immer ausführen, damit ihr immer wisst, was gerade los ist. Habt ihr gerade was verändert in einem Repository? Ist gerade alles sauber, wenn man so das nennen möchte? Wenn alles sauber ist, wurden im letzten Commit schon verewigt. Das heißt, gerade gibt es keine uncommitteten Änderungen mehr. Ja? Wenn ich eine neuere Version einer Datei in die Staging Area lade und die alte Version ist noch da drin, wird die überschrieben? Oder genau, richtig, die wird überschrieben. Es kann immer nur eine Version in der Staging Area sein. Okay, wenn ihr dann jetzt mit Git arbeitet, fragt ihr euch vielleicht, wie oft soll ich denn committen eigentlich? Und da gibt es jetzt ein paar Richtlinien, wie man das machen soll. Erst hört man immer so einen schlauen Spruch im Internet, ein Commit sollte atomar sein. Das heißt, irgendwie eine Menge von Änderungen an Dateien, die man nicht mehr aufbrechen kann. Weil wenn man sie aufbrechen würde, so, weiß nicht, wenn man irgendwo eine Funktion benutzt und man muss die Funktion aber auch noch importieren, dann sind diese Änderungen natürlich verlinkt. Man kann jetzt die nicht aufbrechen, weil sonst funktioniert diese Funktion nicht mehr, wenn man die nicht importiert. Was zum Beispiel nicht atomar ist, ist alles, was ich in den letzten 3 Wochen gemacht habe. Hier, bitte. Das bringt nicht so viel. Also man sollte schon regelmäßiger als alle 3 Wochen committen, wenn man da regelmäßig dran arbeitet. Noch eine Richtlinie ist, dass das Projekt normalerweise kompilieren sollte. Also zumindest kompilieren und dass die Unit-Tests durchgeführt werden können. Manchmal macht man es so, dass man an einem größeren Projekt arbeitet und man schreibt ganz viel um. Dann kann man so Work-in-Progress-Commits machen. Das ist auch kein Problem. Aber wenn ihr eher kleinere Änderungen macht, denkt daran irgendwie, es sollte am besten kompilieren, wenn ihr committet. Und ich denke, die beste Zusammenfassung, die ich mir ausdenken konnte, ist oft, aber bewusst committen. Das heißt, nicht oft committen im Sinne von Dropbox, so, ja, muss mal wieder speichern, muss mal wieder sicher haben irgendwie im Internet, sondern bewusst committen. Das ist schwierig, denn man hat jetzt noch eine weitere Ebene in dem Kopf, an die man denken muss. Man muss nicht nur ans Programmieren denken, sondern man muss auch noch daran denken, welche Änderungen gehören jetzt semantisch zusammen und welche packe ich am besten in einen Commit. Das ist schwierig und da muss man sich dann gewöhnen, um dann beides gut zu machen, gut zu programmieren und eine gute Git-Geschichte, also Git-History zu haben. Ist ein bisschen schwierig, aber wenn ihr euch an diesen Spruch haltet und immer wieder ein bisschen euch korrigiert, kommt man da in die richtige Richtung. Und dann noch ein wichtiger Punkt sind die Commit-Nachrichten. Wenn ihr nämlich dieses Commit ausführt, öffnet sich ein Editor. Das ist, da öffnet sich diese Editor-Variable, die in Unix-Systemen oft gesetzt ist. Das kann VI sein, normalerweise ist es Nano, zumindest bei Ubuntu. Und da müsst ihr dann eine Commit-Nachricht eingeben und die dann abschicken oder speichern einfach nur. Und die sollte natürlich beschreiben, was für Änderungen ihr gemacht habt in dem Commit. Und zwar möglichst gut beschreiben. Insbesondere gibt es noch ein paar Profi-Tipps und zum Beispiel GitHub für Windows setzt es auch gerade sehr gut um in der grafischen Oberfläche. Man sollte am besten in der ersten Zeile eine ganz kurze Zusammenfassung schreiben, weniger als 50 Zeichen oder 60 Zeichen, eins davon. Und dann kann man mit einer leeren Zeile Abstand noch einen großen Detail beschreiben, was man so gemacht hat, wenn man einen großen Commit hat. Oft reicht auch eine Zeile Beschreibung. Und wichtig, auch wenn ich das oft sehe und viele Leute mich wahrscheinlich trotzdem ignorieren werden, wir wollen nicht git commit -m benutzen. Dieses -m heißt, dass man direkt die Nachricht übergeben kann im Befehl. Das heißt, man muss quasi, während man den Befehl schreibt, schon die Nachricht formulieren. Das ist viel zu hektisch und man kann nicht so einfach neue Zeilen machen. Das sollte man wirklich, man sollte sich einfach disziplinieren und gucken, nicht das benutzen. Man verbessert seine Commit-Nachrichten, wenn man einfach diesen Editor immer sich öffnen lässt und dann sitzt man davor, okay. Insbesondere zeigt der Editor dann auch noch an, okay, welche Änderungen habe ich denn gerade? Zeigt nochmal an, okay, hier, guck mal, du hast diese ganzen Dateien verändert und dann kann man sich nochmal überlegen, okay, was habe ich eigentlich gemacht? Also versucht euch zu disziplinieren und nicht -m zu benutzen. Ich muss gerade mal schauen. Ja, gut. Dann machen wir jetzt mal weiter, denn wie kommt man jetzt an so ein Repository überhaupt dran? Ich habe jetzt immer schon davon geredet, dass wir einen Aktenschrank haben, aber vielleicht habt ihr jetzt noch keinen Aktenschrank. Da gibt es hauptsächlich 2 Möglichkeiten. Einmal gibt es Git Init, das erzeugt einen neuen Aktenschrank, wo nichts drin ist, und einen neuen Tisch, wo nichts drin ist. Also das ist das, wie ein neues Git Repository anlegt.
Die meiste Zeit werdet ihr allerdings ein schon vorhandenes Git-Repository klonen. Zum Beispiel eins, was auf GitHub liegt. Das geht dann in etwa so. Das kopiert den Aktenschrank, also alles, von irgendwo anders. Das ist zum Beispiel auch ein Unterschied zu SVN. SVN, da gab es immer einen Server und ganz viele Clients. Und die Clients haben sich immer nur eine Version runtergeladen. Und deswegen haben auch quasi alle Operationen immer Internet gebraucht, weil sie immer mit dem Server kommunizieren mussten. Git klont wirklich alles. Also die ganze Git-History wird geklont. Ihr habt das ganze Repository bei euch zu Hause. Wenn der Server abbrennt, kein Problem. Ihr habt alles, was ihr braucht, bei euch. Server und Client ist quasi dasselbe. Das ist ganz gut. Und deswegen brauchen auch die meisten Operationen kein Internet. Git Commit zum Beispiel auch nicht. Erst wenn ihr wirklich explizit sagt, okay, jetzt schick mal wieder zum Server, dann braucht ihr Internet natürlich. Okay, Git Clone macht jetzt noch ein paar andere Sachen. Also er kopiert diesen ganzen Aktenschrank, checkt dann einen speziellen Commit aus. Ich sage einfach mal den neuesten Commit in den meisten Fällen. Checkt er aus auf den Tisch schon, legt euch das schon. Und dann vermerkt auch noch dieses Quell Repository als ein Origin Remote. Was das genau ist, werden wir gleich sehen. Und wir haben jetzt gerade den Aktenschrank ein bisschen ignoriert. Jetzt müssen wir mal ein bisschen da reingucken. Denn wir müssen noch ein bisschen weitergehen, um noch ein bisschen mehr zu verstehen. Wenn wir Git Commit ausführen, dann steht so ein Knubbel. Dann machen wir das. Achso, wichtig, wo wir jetzt zu kommen, ist, dass Git sich auch merkt, was gerade ausgecheckt ist. Wir haben gerade gesagt, wir merken uns das, Git merkt sich das natürlich auch. Und das heißt im Git Head. Das ist das, was gerade auf den Tisch gelegt wurde. Und das zeigt auf diesen Commit. Wir führen noch einen Commit aus und wir kriegen noch einen Blubbel und Head updatet sich, weil ja jetzt der neue Blubbel da auf dem Tisch liegt. Haben wir auch gesagt, wir merken uns jetzt diesen neuen Commit, diesen neuen Aktenordner. Und wir machen das nochmal. Tada. Das ist bis jetzt noch nicht sehr erstaunlich. Aber was ist jetzt, wenn wir in unserer jugendlichen Leichtsinn das hier machen? Git Checkout C2. Und merkt euch, hier wird natürlich der Hash stehen und nicht C2. Was passiert jetzt? Ja? Wird der Zeiger auf C2 umgesetzt. Genau, klar. Bis jetzt noch nichts Tragisches eigentlich. Aber was ist, wenn jetzt Git Commit ausführen? Jetzt passiert nämlich Folgendes, dass ein Commit entsteht, aber der verweist jetzt auch auf C2. Wir haben jetzt keine Kette mehr, sondern wir haben jetzt einen Baum. Und dieser C4 hängt jetzt auch von C2 ab. Jetzt haben wir zwei unabhängige Commits. Und der Head zeigt dann auch auf C4. Das heißt, ein Commit kann Vorgänger mehrerer anderer Commits sein, wie zum Beispiel C2 jetzt ist. Und ihr könnt euch herleiten, wir können nicht nur immer aufsplitten, wir müssen auch irgendwann mal zusammenführen. Es gibt auch Methoden, das zusammenzuführen, dass man wirklich einen Commit hat, der zwei Vorgänger hat. Aber da werden wir jetzt nicht weiter einsteigen, denn das ist nicht wirklich notwendig für den Kurs. Aber ich habe jetzt noch nicht alles erzählt, das ist nicht ganz richtig, denn wir müssen einmal kurz über Branches reden. Branches sind Pointer auf Commits, also einfach nur Zeiger auf irgendeinen Commit. Und die haben einen Namen, einen, den man sich hoffentlich gut merken kann. Wenn wir jetzt nochmal unseren Commit anlegen, dann haben wir zwar unseren Head hier wieder, aber ich habe euch gerade angelogen, der zeigt gar nicht auf den Commit, sondern er zeigt auf einen Branch. Dieser Branch ist das einfach nur wieder ein Name und der Branch zeigt auf den Commit. Master ist der Standard-Branch, der immer am Anfang da ist bei Git und der auch bei fast jedem Git-Repository die ganze Zeit da ist. Das ist einfach nur ein Name, der auf einen Commit zeigt. Was passiert, wenn wir jetzt nochmal committen? Neuer Commit entsteht, Master wird zeigt jetzt auf den neuen Commit. Head zeigt aber immer noch weiter auf Master. Klar, das können wir nochmal machen und wir sind hierbei. Dann machen wir Git Checkout C2. Und was passiert jetzt? Was schätzt ihr jetzt? Ich lasse mal die anderen kurz überlegen. Ja? Ein neuer Branch wird angelegt. Das ist leider nicht richtig. Haben wir eine andere Idee? Ja? Jetzt zeigt Head tatsächlich auf C2. Genau. Jetzt wird nicht Master umgebogen, sondern Head zeigt jetzt da drauf. Und wenn wir jetzt noch den Commit machen, dann zeigt Head jetzt auch auf diesen neuen Commit wieder drauf. Aber Master zeigt noch auf den alten. Das ist übrigens wichtig, denn Git
löscht quasi alle Commits, auf die nichts zeigt. Wenn wir nochmal uns das vorstellen, also wenn wir nochmal zurückgehen, immer im Moment wurde jeder Commit immer referenziert von irgendwas. Von einem Branch oder vom Head. Ja, also das sind jetzt nur Animationsschritte, aber zu jedem Zeitpunkt wird ein Commit von irgendwas referenziert, wenn es auch von dem Nachfolger-Commit ist. So, und wenn jetzt dieser Master nicht da gewesen wäre, dann würde dieser C3-Commit gelöscht werden. Keine Sorge, Git warnt euch dann schon, wenn ihr solche Aktionen macht. Dann sagt Git auf jeden Fall Vorsicht, da könnte was gelöscht werden. Aber wir sind eben gerettet, weil wir sowieso diesen Master-Branch haben. Ich zeige jetzt mal, wie das aussieht. In echt Git. Ich versuche es zumindest mal zu zeigen. Du meinst, wenn man jetzt nochmal Checkout C2 sagen würde und dann... okay, dann würde nämlich zum Beispiel keiner mehr auf C4 zeigen, richtig. Das probieren wir sofort mal aus. Ach, kann man das überhaupt da lesen hinten? Oder ich kann noch ein bisschen größer, so. Okay, es ist noch nichts drin, wenn wir Git Status ausführen. Ist auch noch nichts passiert. Ich lege mal eben kurz eine Datei an, die nenne ich einfach a.txt und führe jetzt mal Git Status aus. Haha, okay, die ist jetzt untracked. Ich habe die gerade erstellt, Git weiß aber noch nichts, was damit anzufangen. Wir können jetzt, ja? Dieses Häkchen und dieses X. Ja. Was bedeuten? Im Moment, also, das ist nur bei mir eingerichtet. Das heißt einfach nur, ob das Working Directory clean ist. Vorher war es clean, weil irgendwie nichts, also hier steht nothing to commit, alles ist irgendwie sauber und wenn irgendwas verändert ist, dann ist dann X. Aber das ist nicht überall so, das habe ich nur mehr auf Spaß eingerichtet. Genau, und jetzt wollen wir das irgendwie hinzufügen, also hoffentlich ist euch noch allen klar, wir machen das mit git add. Und wir können nochmal git status ausführen und ja, da steht auch schon wieder changes to be committed. Und dann sagen wir git commit. Und da öffnet sich jetzt Nano bei mir. Und hier seht ihr nochmal, hier wird alles gesagt, was git status quasi gesagt hat. Okay? Du hast jetzt eine neue Datei a.txt, da sieht man nochmal, was man gemacht hat. Okay, und ich kann jetzt irgendwas Sinnvolles einfügen, was ich jetzt nicht in dieser Live-Demo machen werde, und abschicken. Na, das war blöd. Wartet einen Moment und ignoriert gerade mal kurz, was ich mache. So, das ist C1. Wir können jetzt einen anderen Befehl ausführen. Git log. Das zeigt uns jetzt mal die letzten Commits an. Von unserem jetzigen Head folgt das den ganzen Weg zurück. Und gut, der Weg ist noch nicht sehr lang. Es gibt jetzt einen Commit mit der Nachricht C1. Und hier seht ihr diesen schönen Hash. Das ist die komplette Kennung von dem Commit. Ich baue noch ein paar mehr Commits, damit das irgendwie sinnvoll wird. Ich habe das jetzt verändert, ja. Jetzt kann ich git commit -a machen. Ich habe es. Achso, tut mir leid. Der mag das nicht. So, jetzt habe ich es verändert. Okay, ich führe nochmal git status aus. Ich will nochmal gucken. Okay, changes not staged for commit. Aber ich kann jetzt git commit -a sagen. Und gut, da steht das jetzt wieder drin. Jetzt steht da schon wieder changes to be committed, weil -a das automatisch staged. Und das nenne ich jetzt C2. Git log nochmal angucken und wir haben jetzt zwei Commits. Tada. Machen wir eben noch unseren C3. Bis jetzt ist alles noch in Ordnung. Und wir können jetzt mal das machen, was ich gerade gesagt habe. Checkout C2. Das geht natürlich nicht, das geht nur in den Folien. Ich muss natürlich jetzt den richtigen Namen von C2 nehmen und nicht die Beschreibung. Das ist nämlich dieser Hash. Also git checkout dieser Hash. So, und jetzt sagt git schon, oh, du machst vielleicht was Böses. Ja? Er sagt, you are in detached head state.
Detached Head heißt einfach nur, dass Head jetzt auf ein Commit direkt zeigt und nicht mehr auf ein Branch. Wir gehen schon in einen gefährlichen Bereich über. Aber noch ist alles in Ordnung, noch ist nichts kaputt gegangen. Jetzt fügen wir mal Y in die Datei ein. Und jetzt committen wir nochmal und nennen das dann C4. Und jetzt geht Log ausführen. Was meint ihr, welche Commits wir sehen? Ja? 1, 2, 4. Genau. Denn wir verfolgen nur diesen Pfeilen zurück. So, und bis jetzt ist noch alles gut, aber wir sind noch im Detached Head State. Das heißt, es könnten böse Sachen passieren, wenn wir das Falsche jetzt machen. Zum Beispiel, was du vorgeschlagen hast. Wenn wir jetzt sagen, git checkout C2, das sollte der noch sein. So, dann kriegen wir eine Warning. Also wir lassen einen Commit hinter uns. Und der ist nicht connected zu irgendeinem Branch. Git hat jetzt aber schon gemacht, was wir gesagt haben, aber dieser Commit C4 hängt jetzt da irgendwie so rum und keiner zeigt auf ihn. Git ist faul und löscht Sachen erst so von Zeit zu Zeit. Das ist ein Garbage Collector quasi, der alle diese Commits einsammelt. Das heißt, noch ist nichts schief gegangen. Wir haben noch Glück. Zum Beispiel schlägt uns Git vor, dass wir das hier machen. Wir stellen uns einen neuen Branch, der auf diesen neuen C4-Commit zeigt. Das könnten wir jetzt machen, oder wir könnten uns auch schon vorher einen Branch erstellt haben, sodass wir eben immer einen Branch haben, der auf die Commits zeigt. Wir möchten selten direkte Commits auschecken. Also zumindest möchten wir so nicht arbeiten. Soweit schon mal Fragen? Okay. Dann kurz nochmal eine Folie. Hatten wir schon. Wir klären gerade nochmal Git Commit im Detail, was das jetzt eigentlich macht. Also wir hatten das jetzt schon mehrmals ausgeführt, aber was macht das eigentlich? Es bereitet erstmal diesen Aktenordner vor, das hatten wir schon besprochen. Der alte Ordner ist das, worauf Head zeigt, den wir uns gemerkt haben, und der wird überschrieben mit den Sachen aus der Staging Area. Dann muss zu diesem neuen Aktenordner, der gerade vorbereitet wird, zu diesem neuen Commit, muss noch ein Vorgänger gefunden werden. Das ist natürlich auch der Commit, auf den Head zeigt. Nicht unbedingt auf den Head direkt zeigt, aber der Commit, auf den Head irgendwann zeigt. Hoffentlich über einen Branch. Und dann ist das Wichtige, der Branch, auf den Head zeigt, der wird auf den neuen Commit umgebogen. Das haben wir gerade schon gesehen. Master wurde immer weitergesetzt. Der wird immer umgebogen, das ist sehr wichtig. Um das nochmal ein bisschen zu visualisieren, gibt es eine sehr schöne Seite. Ach, Moment, ich würde euch übrigens bitten, die auch mal aufzurufen, wenn ihr könnt. Denn bei so einer Auflösung ist das nicht so schön zu sehen. Da könnt ihr ein bisschen selber rumspielen. Ich hoffe, das kann man hinten lesen. Okay, haben alle soweit aufgerufen? Ja? Also wie gesagt, ihr könnt das bei mir schlecht lesen, aber dafür habt ihr es ja selber. Das Dumme ist, hier kann man auch nicht so schön ranzoomen, denn dann kommt dieser Text hier drüber. Aber gut, so geht's gerade noch. Also hier ist das mal dargestellt, sehr interaktiv. Allerdings, eine Sache ist ja etwas anders. Head ist nicht explizit dargestellt, sondern Head zeigt auf den Branch, wo dieses Sternchen hinter ist. Also wenn hinter einem Namen ein Sternchen ist, dann könnt ihr euch denken, Head schwebt noch daneben und zeigt da drauf. Probieren wir mal ein paar Sachen. Zum Beispiel können wir Git Commit ausführen. Wups, da ist ein neuer Commit entstanden. Dieses Tool überspringt natürlich jetzt ein paar Sachen. Wir müssen natürlich noch Dateien bearbeiten und stagen, aber das ist jetzt für diese Erklärung uninteressant. Also immer, wenn wir Git Commit sagen, denkt euch, wir bearbeiten vorher Dateien.
Okay, was können wir jetzt machen? Wir könnten jetzt erstmal... Ach, Moment, ich habe gerade Sachen übersprungen, kann das sein? Habt ihr mich gar nicht aufgehalten. Diese beiden Sachen, tut mir ganz leid. Zwei Befehle gibt es hier nämlich noch, die wichtig sind. Es gibt einmal den git-branch-Befehl, der einen neuen Branch anlegt. Und der neue Branch zeigt dann auch auf das, wo gerade head drauf zeigt. Und dann gibt es noch einen vereinfachten Befehl, git-checkout-b-name. Das führt quasi nur zwei Befehle aus, nämlich git-branch-name und dann git-checkout-name. Also es legt diesen Branch an und checkt den auch direkt aus. Okay, aber zurück zu dem Tool. Jetzt führen wir nämlich mal git-branch aus. Zum Beispiel Peter oder was auch immer ihr wollt. Jetzt sehen wir, dass da irgendwie zwei Branches sind, die zeigen auf denselben Commit. Aber ausgecheckt, also worauf head zeigt, ist jetzt immer noch master, obwohl wir den angelegt haben. Jetzt können wir zum Beispiel git-checkout Peter machen. Jetzt hat sich das Sternchen geändert und ihr denkt euch, daneben ist eine head-Bubble, die dann auf Peter zeigt. Jetzt können wir mal einen Commit anlegen. Mal wieder. Master ist da geblieben, wo er war. Denn weitergesetzt wird immer nur der Branch, auf den head gerade zeigt. Ja, ich hoffe, das ist noch soweit alles klar. Jetzt können wir nochmal committen, einfach aus Spaß. Und jetzt wollen wir mal wieder zum Master zurückkehren. Wir wollen zu C2 und wollen dahin zurück. Wir können jetzt entweder sagen, git checkout C2, aber da sind wir natürlich wieder im Detached Head State. Das wollen wir vermeiden. Deswegen sagen wir git checkout master. Jetzt hat sich das Sternchen verändert. Und jetzt passiert natürlich das Interessante, wenn wir nochmal git commit sagen. Jetzt haben wir einen Commit von zwei anderen referenziert. Und der Master ist natürlich wieder weitergegangen, denn der Master wurde gerade von head referenziert. Ich kann das gerade nochmal zeigen, wie das aussieht. Git checkout C2. Dann zeigt nämlich dieses Tool auch head explizit an. Aber das wollen wir ja gerade vermeiden. Also ich gehe mal wieder zurück zum Master. Ich hoffe, das ist erstmal ausreichend an Erklärung. Wir können zum Beispiel nochmal gucken, wenn wir jetzt git checkout minus b Anna machen, dann passieren eben diese beiden Sachen gleichzeitig. Ja, wir haben einen neuen Branch Anna erstellt und head zeigt jetzt auch schon direkt auf Anna. Das ist einfach nur ein Befehl, der beides gleichzeitig macht. Ich hoffe, das reicht jetzt erstmal. Insbesondere werde ich jetzt nicht mit euch besprechen, wie man Sachen wieder zusammen merged. Dafür gibt es nämlich auch einen Git-Befehl, aber den werden wir tatsächlich jetzt nicht besprechen. Er wird wahrscheinlich für euch nicht wichtig sein in der Bearbeitung der Aufgaben. Aber ihr könnt euch vorstellen, irgendwie geht das. Schwierig wird es nur, wenn ihr irgendwann auf die Idee kommt, mit beiden Partnern parallel zu arbeiten. Dann braucht ihr eventuell irgendwann mal diesen Merge. Aber ich hoffe, dass wir das erstmal zur Seite schieben können und erstmal ohne auskommen können. Erstmal braucht ihr im Übrigen auch keine Branches. Ihr werdet wahrscheinlich die ganze Zeit nur auf Master arbeiten. Aber trotzdem ist es ganz wichtig, schon mal diese Intuition für die Branches zu bekommen, was das eigentlich ist. Branch hört sich zwar irgendwie so an wie parallele Bahnen, die man irgendwie, auf denen man arbeiten kann, was auch im Prinzip so ist, aber hinter der Kulisse ist das nur ein Pointer auf ein Commit. Fragen soweit? Ja, ich hätte eine Anmerkung. Man kann mit git log auch den Branch anzeigen, wenn man minus minus graph dahinter schreibt. Ich kann es jetzt hier gerade nicht ausprobieren. Man kann noch vieles machen, richtig. Was ich vielleicht noch sagen könnte, gut, dass du mich erinnerst, ist ein einfacher Befehl. Das ist einfach git branch ohne irgendwas. Das ist nicht ganz richtig. Git branch. Der zeigt dann sowas an, auch im Terminal. Ich zeige das auch nochmal im Terminal im Moment. Der zeigt dann immer an, wie gerade so die Branches sind. Und hat dann auch so ein Sternchen vor dem Branch, der gerade ausgecheckt ist. Hier sind wir jetzt gerade wieder im Detached Head State, wenn wir git checkout master machen. Und dann nochmal git branch. Gut, jetzt haben wir nur einen Branch master. Also da könnt ihr euch immer anzeigen lassen, welche Branches habe ich. Und welcher ist gerade ausgecheckt. Und ja, wie gerade schon angemerkt, solche Tools wie git log haben noch tausende
irgendwie Parameter, wo man sich andere Branches anzeigen lassen kann oder noch andere Informationen. Aber ich denke, darauf verzichten wir dann erstmal. Gut, dann geht es jetzt hier zurück. Ups. Und zwar das schon. Das war es dann erstmal dazu. Vielleicht brauchen das so viele, dass ich das nochmal behandle später nach Vorlesung, aber erstmal war es das. Was jetzt Git noch so besonders macht, ist, es kommt nicht mehr allzu viel über Git, keine Sorge, es gibt ein verteiltes VCSs. Das heißt, wir haben nicht eine Server-Client-Struktur, wie ich gerade schon gesagt hatte, sondern wir haben eine verteilte Struktur, wo wir mehrere Knoten haben, die miteinander kommunizieren können. Zum Beispiel haben wir einen Computer A, das sind jetzt wir, und da ist jetzt unsere Version-Database drauf. Und Working Directory eventuell und so ein Kram. Aber es gibt noch andere Computer, wo das ebenfalls ist. Kann ja sein. Und die können auch andere Version-Databases haben. Das ist erstmal nicht verbunden. Die werden Remotes genannt in Git. Also ein Remote ist ein Server irgendwo. Also nicht wirklich ein Server, es kann auch euer PC sein. Es ist irgendwie ein Knoten in diesem ganzen Netzwerk. Und man kann zwischen diesen Remotes kommunizieren auf mehrere Art und Weisen. Die bekanntesten sind Git Push und Git Pull. Git Push ist in Ordnung. Git Push schiebt einfach nur die Commits, die der andere noch nicht hat, zu ihm rüber, wenn es da keine Konflikte gibt. Und Git Pull ist ein bisschen komplizierter und ein bisschen kontrovers, denn es scheint so ein bisschen zu sein, als ich hole mir einfach nur mal die Updates, aber Git Pull macht tatsächlich mehrere Sachen, insbesondere auch einen automatischen Merge, was unter anderem gefährlich sein könnte, wenn man nicht genau weiß, was da passiert. Wenn ihr alleine arbeitet, was ihr wahrscheinlich erstmal zumindest in der ersten Woche tun werdet und nicht mit anderen zusammen mit im Git arbeitet, dann werdet ihr immer, wenn ihr Git Pull sagt, werdet ihr ein Fast Forward irgendwo in diesem Log sehen. Was heißt Fast Forward genau? Wenn wir uns nochmal so eine Versionshistorie vorstellen und irgendwie hat jetzt, es gibt hier noch einen Computer, der noch C4 hat. Und der C4 basiert auf C3. Also noch ein Computer, der C1, 2, 3, 4 und 4 ist jetzt dazugekommen. Das heißt, das ist ein Superset von diesen Commits. Ein Fast Forward heißt jetzt einfach nur, dass beim Pull diese ganzen Commits hier rüber kopiert werden, also nur C4 ist neu, und dann wird einfach nur der Branch auf C4 gesetzt. Das ist nicht kompliziert, weil das immer noch eine Reihe ist von Commits. Sobald wir da diese Verzweigung haben, wie zum Beispiel, wenn wir jetzt sagen, git pull Susi, also wenn wir von Susi pullen wollen, dann haben wir jetzt hier Verzweigungen, ja, weil, also das sind jetzt zwar unterschiedlich dargestellt, aber Susis C5 hängt ja auch vom C1 ab. Also haben wir so eine Verzweigung. Wenn wir das jetzt pullen würden, würde Git das direkt mergen wieder in einen. Und das ist kompliziert, das kann manchmal schief gehen, das kann manchmal Sachen machen, die man nicht unbedingt möchte. Das ist dann nicht mehr Fast Forward. Ihr solltet erstmal immer Fast Forward sehen. Aber vielleicht müsst ihr das erstmal kaum machen. Wenn man jetzt arbeitet in einem Projekt, dann wurde es lange Zeit so gemacht, dass es ein Centralized Development gibt. Das heißt, es gibt ein Hauptrepository oder auch Blessed Repository genannt. Und alle Developer konnten da irgendwie pushen und pullen, wie sie lustig waren. Da fällt natürlich schnell auf, das ist vielleicht nicht die beste Idee, wenn jeder das machen kann. Insbesondere, wenn man in Open-Source-Projekten arbeitet, wo jeder im Internet irgendwas machen kann. Schlechte Idee. Der GitHub-Workflow geht so. Wir haben zwar auch immer noch ein Hauptrepository, was dem Hauptmenschen oder Organisation gehört, die das gegründet hat, dieses Projekt. Und dann hat aber jeder Developer ein privates Repository auf dem lokalen PC. Wie gesagt, man muss ja immer denken, man hat ja immer, wenn man Git Clone sagt, auch hier ein komplettes Repository drauf, auf meinem privaten PC. Und da kommt eben keiner ran. Und jeder Developer kann pullen vom Hauptrepository, also hat Lesezugriff. Und jeder Developer hat jetzt auch ein Public Repository. Das nennt sich Fork auf GitHub. Also man hat auf GitHub ein Repository, es gibt ein Hauptrepository auf GitHub und jetzt kann man sagen Fork. Und dann hat man eine Kopie des Repositories auch auf GitHub. Das ist dann öffentlich. Oder privat in unserem Fall, sonst könnt ihr die abschreiben. Und dann können die Developer nicht hiervon reinpushen, sondern, viel besser, die öffnen einen Pull-Request. Das ist ein GitHub-Feature, das hat nichts mehr mit Git zu tun.
Das ist auf der GitHub-Website einfach nur, hey, Hauptdeveloper, ich habe hier was, guck dir das doch mal an, willst du das nicht reinmergen bei dir? Willst du das nicht haben? Also die pushen nicht mit Gewalt, sondern die sagen, willst du das haben, guck mal an. Und dann können da richtig viele sinnvolle Sachen durchgeführt werden, wie zum Beispiel Code Review, was auch unsere Tutoren nutzen, also meine Tutoren nutzen werden, um eure Hausaufgaben durchzugucken. Und Continuous Integration Dienste können auch laufen lassen, also können auch laufen. Continuous Integration werde ich jetzt nicht komplett erklären, aber man kann irgendwelche Skripte einfach laufen lassen, um zu testen, ist der Code eigentlich in Ordnung. Zum Beispiel kann man alles kompilieren lassen und alle Unit-Tests durchlaufen lassen. Das wird im Übrigen auch bei unseren Übungsaufgaben immer passieren. Eure letzte Abgabe wird immer automatisch getestet von einem Server. Und dann steht bei eurem Pull-Request immer, okay, hat geklappt oder hat nicht geklappt. Da wird einmal getestet, kompiliert alles. Da wird getestet, alle Unit-Tests, laufen die durch. Und es wird auch getestet, und das nervt euch vielleicht am Anfang besonders, dass euer Style halbwegs in Ordnung ist. Ja, also euer Code-Style. Dass ihr euch an gewisse Richtlinien haltet. Und ihr seht dann auch beim Pull-Request, da gibt es so einen Link, was schiefgelaufen ist, und dann könnt ihr auch genau, also ziemlich genau sehen, was da schiefgelaufen ist, um das dann zu verbessern. Also in dieser Veranstaltung läuft es insbesondere so ab, es gibt ein Hauptrepository, aber das ist euer Hauptrepository. Ich erstelle für jede Gruppe ein Repository, das ist privat. Und das ist zu erreichen unter github.com und dann mein Name und dann irgendwie ein Repository-Name. Der immer mit peer für Programmieren in Rust und dann task für Task Repository und dann sind da eure beiden Rechenzentrumsnamen, hier mal A und B. Und dann forkt mindestens einer von euch dieses Repository und dann habt ihr einen privaten Fork. Also hier sind ja zwei Studenten, es kann aber auch sein, dass nur ein Student das forkt. Wenn nur einer das forkt, habt ihr keine Probleme, immer Sachen hin und her zu schicken. Vielleicht fangt ihr erstmal damit an, dass nur einer das forkt. Und die sind dann erreichbar unter github.com und dann euer Name. Und dann eben derselbe Name des Repositories. Das ist wichtig, dass ihr immer darauf achtet, dass ihr hier seid. Und dann habt ihr natürlich noch das lokal geklonte, wo ihr dann immer hochpusht. Ja, und hier ist es dann immer so, dass der Tutor dann euren Pull-Request nachguckt, wenn ihr den stellt. Und dass ihr auch immer nur einen Pull-Request, PR abgekürzt, pro Gruppe stellt. Nicht zwei oder so. Immer nur einen, wie ihr auch in Informatik A nur eine Sache abgeben sollt. Also nochmal zusammengefasst, der Ablauf. Einer aus eurer Gruppe schickt mir eine E-Mail. Was genau in dieser E-Mail drinsteht, seht ihr in Aufgabe 1, die ich irgendwann heute veröffentlichen werde. Da steht genau drin, was ihr mir schicken müsst. Dann erstelle ich euch irgendwann ein Repository und lade euch dazu ein. Das gehört erstmal mir. Ich lade euch aber dazu ein und gebe euch Lesezugriff. Dann könnt ihr das auch forken. Sonst sieht das kein anderer. Und dann muss einer von euch das forken. Also vielleicht fangt wirklich erstmal an, dass nur einer das forkt. Und dann solltet ihr pro Woche wiederholen, dass ihr eure Aufgaben bearbeitet und dann committet und pusht, also diesen Git-Kram und dann einen Pull-Request erstellt. Der wird dann irgendwann durchgeguckt und reingemerged. Und das werden wir jetzt nochmal ausprobieren, wie das so aussieht. Zumindest werde ich das ausprobieren. Ich habe diese Live-Demo nämlich vorher noch nicht getestet. Deswegen ist das jetzt ein bisschen tricky. Also, hier bin ich eingeloggt. Ja, also das ist jetzt mein GitHub-Account, Lukas Kalbertot. Und ich habe jetzt mal ein Test-Repository erstellt für Willi Wacker und Susi Sorglos. Das sieht dann so aus. Und wichtig, hier steht immer, das gehört jetzt Lukas Kalbertot. Das ist noch nicht euer. Ich habe jetzt aber schon diese beiden Personen eingeladen zu diesem Repository. Und hier bin ich dann jetzt eingeloggt als... Ja gut, jetzt nicht Willi Wacker, aber ein Test-Account. Ja, also nicht mehr Lukas. Und ich habe jetzt ja auch Zugriff auf dieses private Repository. Aber nur weil, also dieser Account hat Zugriff auf das private Repository, aber nur weil ich den Account vorher eingeladen habe. Sonst hat kein Kommilitone darauf Zugriff. So, aber hier sollt ihr jetzt nicht direkt Sachen machen, sondern ihr sollt hier auf Fork klicken. Das ist dieser geheime Button da. Was GitHub dann macht... Meistens kommt noch eine kurze Animation, aber GitHub kopiert dann dieses Repository. Und jetzt ist wichtig, jetzt ist in der URL auch nicht mehr mein Name zu sehen, sondern euer. Und hier sieht man dann auch schon, das ist euer Account und dann dieses Repository. Und darunter steht dann forked from bla bla bla. Ist wichtig, ihr müsst euch immer vergewissern, wo ihr gerade seid. Das sind zwei unterschiedliche Sachen, auch wenn die gleich aussehen. Kurz ein paar Sachen über GitHub.
falls ihr das noch nicht gesehen habt. Also hier werden immer so die Dateien angezeigt, die auch im Repository liegen, und automatisch wird hier eine readme.md angezeigt und schön gerendert. Könnt ihr euch nachher mal durchlesen. So, was ich jetzt machen würde, ist, dass ich jetzt hier irgendwann von meinem geforkten Repository das klonen möchte. Dazu klicke ich hier drauf und ihr sollt SSH benutzen, das ist das Beste, aber jetzt in der Demo benutze ich mal HTTPS. Also ihr am besten SSH zu Hause. Dann wechsle ich jetzt hier hin und sage git clone dann diese URL, die ich gerade kopiert habe. Wie gesagt, nicht mein Name drin, sondern euer. Dann muss ich nämlich jetzt hier meine GitHub-Account-Daten eingeben. Das müsst ihr dann mit SSH nicht machen. Okay, war richtig. Und jetzt habe ich hier einen Ordner, ja genau, dieser Peer-Task. Hier ist jetzt auch alles drin, was ich gerade oben gesehen habe. Wenn ich jetzt irgendwie was mache, zum Beispiel, etwas verändere und dann git commit msa sage, also das ist jetzt Vandalismus, und dann sage ich git push, jetzt schiebe ich es auf meinen Fork, nicht auf Lukas, auch wenn ich jetzt in dritter Person von mir rede, sondern auf den Fork von PeerTest. Und hier muss ich wieder die Daten eingeben, was euch erspart bleibt, wenn ihr SSH benutzt. Wurde gepusht, wir gehen mal wieder hier hin, aktualisieren die Seite und sehen, dass hier ganz unten bei der README ein A aufgetaucht ist. Jetzt das Wichtige, jetzt steht hier schon so, dieser Branch ist ein Commit ahead von dem geforkten Repository. Ihr habt also ein Commit schon bei eurem Fork drin, den ich noch nicht habe. Und jetzt könnt ihr hier auf New Pull Request gehen. Dann wird automatisch schon ausgewählt, okay, ihr wollt an Lukas Kalbertot den Pull Request senden, und zwar auch auf den Branch Master. Der Branch bleibt immer Master erstmal, und das ist von eurem Repository aus. Dann seht ihr hier direkt alle Commits, die ihr gemacht habt, und alle Änderungen, die da passiert sind. Und dann sagt ihr Create Pull Request. Und dann schreibt ihr da hoffentlich was Besseres ein, zum Beispiel Aufgabe 1, und sagt Create Pull Request. Okay, und jetzt seht ihr das so, und dieser Pull Request bleibt auch eine Zeit lang auf. Und jetzt seht ihr hier dieses magische Ding angehen, das ist Travis CI, das ist das, was automatisch alles testet. Ich weiß nicht, wie schnell gerade dieser Server ist, das dauert immer mal ein bisschen. Ich kann auch hier gucken. Es dauert immer ein bisschen, aber dann sollte irgendwann hier kommen, dass er fertig durchgelaufen ist. Vielleicht sehen wir es noch. Aber wir müssen auch gleich mal zu Rust wechseln. Fragen soweit, denn das ist eigentlich alles, was ich zu Git zeigen würde. Ja. Also die Aufgabe, das bearbeiten wir alles dann in unserem eigenen Fork, und wenn wir dann komplett fertig sind, dann senden wir einmal so einen Pull-Request? Fast. Ihr solltet am besten schon früher einen Pull-Request senden. Denn diese Pull-Requests updaten sich automatisch. Das heißt, ihr könnt noch Änderungen machen nachher, nachdem der Pull-Request schon geöffnet wurde. Und wenn ihr das dann hochpusht, dann wird der Pull-Request automatisch aktualisiert. Und insbesondere, also in der ersten Aufgabe steht auch, macht das erstmal. Ihr solltet immer früh genug ausprobieren, ob überhaupt dieser Test da durchläuft. Okay, er sagt jetzt, everything is fine. Das heißt, es ist durchgelaufen. Und wir sehen hier auch, all checks have passed. Das sollte dann bei euch auch so aussehen. Aber wird es wahrscheinlich öfters mal nicht, wenn ihr Rust-Code schreibt. Genau, und ihr solltet nicht erst ganz am Ende, wenn ihr alles fertig habt, am besten noch Sonntag um 23.50 Uhr den Pull-Request absenden, denn dann auf einmal seht ihr, okay, es läuft gar nicht durch. Also ruhig schon früh machen. Keine Sorge, die Tutoren gucken nicht vorher rein und sagen, ha, der Zwischenstand ist ja total dämlich oder sonst was. Also macht es ruhig schon vorher, ihr könnt ausprobieren. Das heißt, wir können mehr als einen Pull-Request machen. Ein Pull-Request nur, aber ihr könnt committen. Ich mache nochmal was. Ich mache dasselbe nochmal, noch ein Echo, noch ein A da rein und noch mehr Blödsinn und noch ein Push. Und wenn wir jetzt auf den Pull-Request gucken, ist schon jetzt gerade direkt dieser neue Commit aufgetaucht. Ja? Und jetzt läuft auch gleich dieser Test nochmal durch, theoretisch.
Irgendwann läuft dieser Test nochmal durch. Ja? Ja, quasi. Also in den ersten Wochen ist das vielleicht so, dass sie öfters mal da reingucken und um euch Tipps zu geben, falls ihr nicht weiterkommt. Und ihr könnt die Tutoren auch theoretisch immer in Kommentaren erwähnen. Wenn ich zum Beispiel hier, also hier kann ich Lukas Kleiberschott mit @ erwähnen und dann kriegen die auch eine Notification und dann könnt ihr die so anschreiben. Sollte theoretisch funktionieren. Also in den ersten Wochen werden die ein paar Mal öfters reingucken, aber später nicht mehr. Ja? Die Tests, die Travis dann durchlaufen lässt, die noch in den Repositories sind? Die liegen im Repository. Genau, richtig. Das ist noch in der Aufgabe beschrieben, aber ist gerade schon aufgefallen. Alles, was durchläuft auf Travis, ist hier in diesem CI-Ordner drin. Sonst noch Fragen zu Git? Dann hoffe ich, dass ihr erstmal über die erste Woche kommt. Das Blatt ist ja mehr oder weniger nur dazu da, um Git auszuprobieren. Jetzt haben wir noch ein bisschen mehr Zeit als letztes Mal für Rust. Wenn keiner mehr Einwände hat, würde ich jetzt zu Rust wechseln. Ja? Ach, warum hat denn keiner mehr Einwände? Wir sind doch noch gar nicht fertig. Ach, warte mal. Na, habt ihr das gar nicht vermisst? Ist zum Glück nicht mehr so lang. Also, wir wollen ja noch kurz Rust einrichten. Und da fragt ihr vielleicht erstmal, was ihr dafür braucht. Vom Betriebssystem her ist das eigentlich ziemlich egal, was ihr habt. Es ist allerdings anzumerken, dass Windows im Moment noch eher selten benutzt wird von Rust-Entwicklern. Also, viele Entwickler arbeiten halt hauptsächlich irgendwo, wo es standardmäßig schon ein gutes Terminal gibt. Und das ist unter Linux oder OS X. Und nicht unter Windows. Die CMD ist da nicht so sehr zu gebrauchen. Ihr könnt es aber gerne unter Windows probieren. Ich werde allerdings hier in der Veranstaltung immer annehmen, ihr habt irgendein Terminal. Und ich kann euch irgendwie Befehle sagen, die ihr ausführen könnt. Das ist wichtig. Ihr könnt euch selbst dadurch wursteln, solange ihr alle Aufgaben erfüllt, das ist in Ordnung. Dann gibt es noch Code-Editoren. Ihr müsst ja irgendwie Rust-Code bearbeiten. Zwei Kategorien, die einfachen Editoren. Ich benutze Sublime Text, das habt ihr ja wahrscheinlich schon ein paar Mal gesehen bei mir. Den finde ich ganz gut und der hat auch ziemlich guten Rust-Support, aber fast alle Editoren, die man so kennt, haben schon irgendwie zumindest Rust-Syntax-Highlighting, aber meist auch schon mehrere Plugins. Und dann gibt es noch IDEs, die schon tatsächlich Rust-Unterstützung haben. Die IntelliJ-IDE, also zumindest das Rust-Plugin, davon soll anscheinend ganz gut gewesen sein. Ein Freund hatte das schon mal getestet, das ist wohl nicht schlecht, aber für Visual Studio gibt es das. Ja, müsst ihr mal ausprobieren, ist euch überlassen. Leider muss ich sagen, die CPCs sind noch nicht fertig dafür. Ich versuche das schnellstmöglich hinzukriegen. Die Leute, die im Praktikum waren, haben das wahrscheinlich schon irgendwie eingerichtet. Aber ich muss mir noch überlegen, wie wir das am besten auf den CPCs machen. Das heißt, noch sind sie nicht zum Rust-Programmieren da. Also zumindest für die, die noch nicht im Praktikum waren. Und auch hier wieder, ja, ihr könnt benutzen, was ihr wollt. Aber ich gehe davon aus, dass ihr alles im Terminal benutzt, dass ihr den Rust-Compiler im Terminal benutzt, dass ihr Git im Terminal benutzt. Und dazu kann ich euch dann noch Sachen sagen, zu allen anderen Sachen kann ich euch nichts sagen. Eure Entscheidung, ja? Solange ihr die Anforderungen erfüllt, ist alles in Ordnung. Wir wollen vielleicht den Compiler installieren. Den Online-Compiler habt ihr jetzt schon kennengelernt, aber damit wollen wir nicht die ganze Zeit was machen. Ihr solltet den Compiler installieren, und das ist das Wichtige, über rustup.rs. Rustup ist zwar noch theoretisch im Beta-Stadium, aber schon stabil. Ich kenne keinen, der damit Probleme hatte. Das läuft auch auf allen Plattformen und Rustup ist quasi so ein Version Manager von dem Rust Compiler. Damit kann man sich mehrere Versionen gleichzeitig runterladen und immer updaten. Also es ist wirklich empfohlen, sich wirklich darüber Rust zu besorgen und nicht zum Beispiel über die offizielle Website. Aber Rustup ist auch von den offiziellen Rust-Leuten entwickelt, also keine Sorge. Dann solltet ihr irgendwann irgendwie die Rust-Version 1.12 haben. Und ab dem 10. November gibt es schon 1.13. Das könnt ihr bekommen durch Rustup Update. Meine Frage, wer hat hier Mac oder Ubuntu? Also wer hat hier ein gutes Terminal direkt? Okay, und wer hat irgendwo auf seinem Notebook oder so ein gutes Terminal in Mac oder Ubuntu? Okay. Das heißt, es gibt noch ein paar, die jetzt wahrscheinlich unter Windows sitzen, ne? Ihr müsst mal gucken, wie ihr das machen wollt. Ob ihr eine virtuelle Maschine mit Ubuntu machen wollt, ob ihr euch das parallel installieren wollt oder ob ihr das unter Windows ausprobieren wollt, ist euch überlassen. Oder halt nur an den CPCs arbeiten, sobald die funktionieren. Müsst ihr mal schauen.
Ein Texteditor, da gibt es noch zwei Sachen zu sagen. Sublime Text, den ich benutze, da gibt es einmal die Syntax-Highlighting und ein paar andere Features schon von Haus aus ist dabei. Und dann gibt es noch ein Plugin Rust Enhanced, was da verlinkt ist. Und das bringt noch coole Features, wie wir später sehen werden. Für alles andere gibt es eine Seite, die hier verlinkt ist. Da stehen quasi alle Texteditoren und IDEs drauf, die man für Rust benutzen kann. Und da werden auch alle Plugins verlinkt, die man irgendwie da braucht. Also die ist da der Ratgeber schlechthin. Fragen dazu? Jetzt sind wir nämlich am Ende. Ha. Gut, ich glaube, dann müssen wir einmal kurz durchatmen, bevor wir jetzt direkt wieder in Rust reinstürmen. Also, gerade haben wir jetzt nur besprochen, wie ihr daran arbeiten könnt und mit welchen Tools. Dann kümmern wir uns jetzt wieder um die Sprache. Ja? Alle wieder mental bereit für ein anderes Thema? Ich hoffe sehr. Gleich gibt es auch Mittag. Wir haben da schon angefangen. Ich gehe es nochmal ganz schnell durch. Ach, das war langweilig. Das war Wikipedia kopiert. Hello World hatten wir gesehen. Und wie wir es ausführen mit dem Rust-Compiler, den ihr euch dann irgendwann später installieren könnt oder jetzt auch schon parallel. Das ist auch ein Online-Compiler, den ihr jetzt auch in der Vorlesung nutzen könnt, um irgendwie Sachen auszuprobieren. Und da gab es noch eine kurze Erklärung, was da abgeht. Variablen hatten wir schon besprochen. Mit let kann man die anlegen, ohne den Typ explizit anzugeben. Und Variablen sind immutable by default. Das heißt, man muss hier sagen, wenn die mutable sein sollen, um sie zu verändern. Und nicht so wie bei Java oder C++, wo man const oder final sagen muss, damit die nicht veränderbar sind. Dann haben wir schon ein paar primitive Typen kennengelernt. Nämlich die Integer-Typen, die Fließkomma-Typen. Und Bool, Char und dieses mysteriöse str, was wir erst nächste Woche uns angucken werden. Und dann haben wir beim Carsten aufgehört, wo jetzt auch das Semikolon aufgetaucht ist. Soweit noch klar? Ich hoffe doch. Also bis jetzt haben wir nur langweilige Typen kennengelernt. Es gibt jetzt primitive Typkonstruktoren. Auch wenn das Wort euch jetzt nicht unbedingt was sagt, das ist jetzt nicht so wichtig, was genau das ist. Auf jeden Fall könnt ihr euch da schon einfache Typen selber zusammenbasteln. Zum Beispiel Tupel. Ihr könnt in Rust sehr einfach Tupel bauen, indem ihr einfach in Klammern mit einer Komma getrennten Liste Sachen schreibt. Das wäre jetzt zum Beispiel ein Tupel aus T und U, wobei T und U irgendwelche Typen sind. Formal gesagt ist das eine heterogene, endliche Sequenz. Heterogen heißt, wir können unterschiedliche Typen da drin haben. Und diese Sequenz ist endlich, weil, gut, unendlich kann man das nicht so gut auf dem Computer machen und man kann es auch nicht beliebig erweitern. Denn insbesondere steht diese Länge zur Kompilierzeit fest. Das heißt, es ist nicht gedacht als Liste oder so, die man verwenden kann, wo man zur Laufzeit immer mal wieder was drauf pushen kann. Das ist zur Kompilierzeit schon alles fest, wie lang das ist. Meist benutzt man nur so meist benutzt man nur Paare oder Triple. Ein paar Beispiele. Wir haben U8 und Bool, das heißt, das hier ist ein Tupel aus U8 und einem Bool. Das nächste sollte auch klar sein, sind jetzt halt drei Typen da drin, das ist ein Tripel. Wenn wir ein Tupel mit einem Element darstellen wollen, was eher selten passiert, das werdet ihr wahrscheinlich nicht machen müssen, müssen wir aber noch das Komma da hinschreiben aus syntaktischen Gründen. Und dieses leere Tupel, das ist aus auch komischen Gründen Void. Das werden wir auch nächste oder übernächste Woche ergründen, warum denn jetzt dieses leere Tupel Void ist. Also das Void, was ihr aus Java kennt, was quasi nichts ist. Erstmal so hinnehmen, werden wir nächste Woche besprechen. Zugriff auf die einzelnen Teile des Tupels machen wir mit Punkt 0 oder Punkt 1. Werden wir gleich noch ein Beispiel sehen. Oder man kann es auch destructuren, was wir auch gleich im Beispiel sehen werden, denn der Begriff sagt wahrscheinlich den wenigsten was. Dann gibt es noch Arrays und Slices. Arrays werden so geschrieben, es gibt irgendeinen Typ T und eine Zahl N. Das ist eine homogene Sequenz. Ja, wir haben immer denselben Typen, nicht wie bei Tupeln unterschiedliche. Und die Länge N steht auch fest zur Kompilierzeit. Also bis jetzt habt ihr noch keine nützliche Liste kennengelernt, wo ihr irgendwie was drauf pushen könnt. Bis jetzt ist das leider noch nicht der Fall. Kommt später irgendwann noch. Also das steht auch zur Kompilierzeit fest, ist nicht immer, also ist selten sinnvoll, sag ich mal. Möchtest? Okay. Ich dachte schon, mein Akku ist leer, das kann nicht sein. Hier sind nochmal ein paar Beispiele. Hier haben wir ein
Array von 3 Booleans, dann haben wir ein Array von 8 U32s und dann haben wir noch ein Array mit einem Element von irgendeinem Typen T. Darauf greift man mit den eckigen Klammern zu. Ich denke, das ist euch bekannt aus Java zum Beispiel. Und dann gibt es noch diese Slices. Die sind jetzt noch ein bisschen anders. Das sind sogenannte Views in Speicherblöcke, also die können Arrays referenzieren. Aber auch das besprechen wir genau dann, wenn wir str besprechen nächste Woche. Ja? Diese Zahl n, das ist jetzt quasi die Nummer der Spalten in dem Array und das heißt, man hat dann 0, 1, 2. Genau, also bei dem ersten haben wir jetzt irgendwie 0, 1, 2 als Indizes, die wir ansprechen können. Aber wir sehen jetzt Beispiele, keine Sorge. Man kann in Rust explizit die Typen annotieren. Das geht mit einem Doppelpunkt T. Das sieht so aus. Also man kann, wenn man möchte, hier mit Doppelpunkt und dann noch der Typ dahinter sagen, was das für ein Typ sein soll. Wenn das nicht nötig ist, soll man es aber auch nicht machen. Ja, also nicht machen einfach nur, weil ihr es gewöhnt seid, sondern wirklich nur machen, wenn es nötig ist, was in den Anfangswochen wahrscheinlich nicht der Fall sein wird. Was ist das für ein Typ? Ich hoffe, das ist es allen klar. Ich warte jetzt mal nicht auf eine Antwort, das ist allen zu blöd, sich da zu melden. Das ist ein Bool. Ja. Was ist das? Reinrufen vielleicht? Ist euch das immer noch zu blöd? Das ist ein Character, genau. Und hier nochmal, ja, wir können Unicode da drin speichern. Irgendwas, was wir wollen. Was ist das? Jetzt ist es nicht mehr so trivial wie vorher. Was meint ihr? Ja? Ein U oder ein E8. Also es ist ja positiv, also könnte es auch ein unsignierter Integer sein. Ja. Genau, das ist ein bisschen schwieriger. Es kommt, oder noch? Also ich hätte gesagt, wenn das die Standardwerte sind, dann müsste es I32 und F64 sein. Oder? Genau, da hat sich schon jemand informiert. Es kann jetzt vieles sein. Da hat Rust einfach gesagt, okay, wir gucken mal. Standardmäßig, wenn man nichts angibt und Rust keine Idee hat, wo es benutzt wird und keine anderen Einflüsse hat, dann defaultet das immer zu I32 und F64. Aber es kann alles sein. Ja, wir könnten hier wirklich jeden Integer hinschreiben, den wir wollen. Und es würde funktionieren. Und hier können wir auch F32 hinschreiben. Es würde immer noch funktionieren. Und wenn ihr Fehlermeldungen seht, dann wird das immer mit Integer oder Float bezeichnet. Wenn der Compiler noch nicht genau weiß, was das ist. Also wenn der Compiler ein Type-Mismatch hat, kann er halt nicht sagen, okay, ich habe hier einen Bool erwartet, aber habe ein U32, denn der Compiler ist sich nicht sicher, dass es ein U32 sein soll. Deswegen sagt der Compiler, ich habe hier ein Bool und ein, in geschweiften Klammern, Integer. Was vielleicht später noch klarer wird, was das sein wird. Ja? Verstehe ich das richtig, dass aus dem späteren Kontext eventuell sich hier der Typ auch nochmal ändert, wenn ich ihn nicht angegeben habe? Ganz genau. Richtig. Sehen wir auch später noch ein paar Beispiele zu und das ist diese magische Typinferenz. Was ist das? Ja? Ein Tupel mit Char. Ganz genau. Das ist einfach dieser Typ. Und wir schreiben den Typen mit diesen Klammern, mit den Runden und Komma und wir schreiben auch die Werte einfach mit den runden Klammern und dem Komma in der Mitte. Und jetzt kommt dieses Destructuring. Wir können jetzt hier, das ist derselbe Typ, ja. Also hier haben wir immer noch einen Wert von diesem Typen hier. Aber wir können hier nicht nur einen Namen links angeben, sondern wir können ein Pattern angeben. Pattern sind auch wieder eine Sache für sich, die wir im Detail später behandeln werden. Aber hier ist erstmal wichtig, wir können da zum Beispiel ein Tupel angeben. Und wir können uns das so vorstellen, der Wert, den wir rechts haben, der wird jetzt irgendwie auf das Pattern gelegt und irgendwie versucht, das zu matchen, ja. Hier ist ziemlich offensichtlich, wie man das da drauflegt. Und die Namen, die wir dann hier angeben, die werden dann gebindet an die entsprechenden Werte. Also ich hoffe, es ist klar, dass hier x das Herzchen ist und y true. Das geht im Übrigen auch, wenn man an der rechten Seite nicht den Wert direkt stehen hat, sondern irgendwie ein Tupel aus anderer Quelle. Also t ist jetzt unser Tupel schon hier, aber wir können das immer noch so machen. Rust weiß ja, dass das hier ein Tupel ist. Das funktioniert nicht nur, wenn wir hier auch visuell auf der rechten Seite so ein Tupel sehen. Und ja genau, dann sind diese Werte zum Beispiel gleich. Ihr fragt mich immer, ja? Dann sprechen wir kurz über die Ausgabe.
aber nur kurz. Es gibt eine Marco-Familie. Wie gesagt, Marcos schieben wir nach hinten. Aber es gibt also eine Familie von Marcos. Printeln habt ihr schon kennengelernt. Es gibt auch Print. Ich hoffe, vielleicht fällt euch auf, was das machen könnte. Es printet keine New Line am Ende, sondern einfach nur das, ohne das umzubrechen. Format interessiert uns später erst. Und in dieser Familie ist das erste Argument immer ein Formatstring. In diesem Formatstring kann zum Beispiel nur ein String stehen. Ja? Nur irgendwie ein Literal, was wir da gerade reinschreiben wollen. Aber das wäre noch langweilig bisher. Man kann nämlich in diese Formatstrings auch Platzhalter einfügen. Zum Beispiel so. Die Platzhalter sehen so aus. Und dahinter kommen dann in Kommen die Werte, die eingesetzt werden sollen für diese Platzhalter. Also hier kommt dann raus irgendwie der Wert von A ist 3. Und man kann auch mehrere Platzhalter einfügen und die können unterschiedliche Typen haben. Hier kommt dann auch raus, was man erwarten würde. Was passiert denn hier? Mögt ihr das mal ausprobieren, bitte? Ruhig im Online-Compiler. Hier wird das ein Array angelegt. So legt man übrigens Arrays an. Werden wir auch gleich noch später im Detail sehen. Und wir wollen das Array gerne ausprinten. Ihr müsst nur die letzten beiden Zeilen abschreiben. Das ist play.rust-lang.org. Haben schon die ersten ein Ergebnis? Ich gebe euch auch öfters Code, der zum Fehler führt. Also nicht jetzt denken, dass ihr unbedingt falsch abgeschrieben habt, wenn da jetzt ein Fehler kommt. Okay, so. Na, ein paar Tipps noch. Okay. Okay, ich mache jetzt mal weiter. Tut mir leid für die, die noch tippen. Was dann kommt, ist so ein Fehler der Art. Okay, also da steht irgendwas mit Trade-Bound und komischen Sachen, die wir noch nicht verstehen. Wir sehen hier aber kurz schon mal dieses Integer in geschweiften Klammern, was dafür steht. Rust weiß noch nicht, was genau das für Zahlen da sind, was für Typen die haben, aber es sind Integer. Und beim Rust-Compiler immer der Hinweis, lest die Fehlermeldung komplett. Die Entwickler haben echt viel Arbeit da reingesteckt, die lesbar zu machen und gut. Insbesondere diese Notes hier unten werden oft ignoriert, obwohl die super viel Informationen enthalten. So, und hier steht jetzt irgendwie dieser Typ, cannot be formatted with a default formatter. Try using Doppelpunkt Fragezeichen instead. Und da können wir das mal ausprobieren. Statt dem Default-Platzhalter zu nehmen, nehmen wir mal den, wo Doppelpunkt Fragezeichen drin steht. Probier das mal bitte aus. Haben schon die ersten irgendwas? Wir überlasten den Server. Wunderbar. Irgendjemand? Also haben alle wirklich nur Verbindungsprobleme? Ja. Wenn man den Mode auf Release umstellt, dann funktioniert das. Wahrscheinlich gleich auch nicht mehr. Geht's bei irgendjemand mit Release? Ja. Ah, das ist schade. Wer hat es denn jetzt hinbekommen? Okay, ja, ein. Auch gut. Also ihr seht dann, dass es funktioniert und das wird dann genau so ausgeprintet. Das heißt jetzt irgendwie, dieser Default-Formatter ist für User-Facing-Output. Das heißt, alles, was der Nutzer mal sehen soll. Rust denkt sich, okay, für Zahlen ist klar.
wie die dargestellt werden sollen. Für Arrays ist es nicht unbedingt klar. Rust kann jetzt eben nicht wissen, was Arrays sind. Aber es ist auf jeden Fall sinnvoll, sagt Rust, Arrays sich irgendwie auszugeben für den Entwickler. Und gut, wenn man sich das so ausgeben lässt, ist das für den Entwickler unglaublich sinnvoll, aber für den Nutzer nicht unbedingt. Man weiß ja nicht, was das Array darstellt. Also wollt ihr für die meisten Ausgaben, die ihr zu Debug-Zwecken macht, diesen Platzhalter verwenden. Für die primitiven Datentypen ist es immer dasselbe im Übrigen. Also da kommt auch für Zahlen dasselbe raus. Vielleicht können jetzt mal ein paar Leute von euch, mal sehen, ob das in der Gruppendynamik funktioniert, das hier ausprobieren, noch eine Raute dazwischen zu machen. Ihr müsst euch ein bisschen absprechen, ne? Also nicht alle. Okay, ein Ergebnis ist hier. Oder guckt ihr euch irgendwas anderes an? Okay, also das ist der Fancy Formatter. Der, für alle, die es jetzt nicht sehen, der bricht hier immer vor jedem Element um. Bei so einem kleinen Array ist das noch nicht sehr wichtig, aber wenn ihr später ein Array von Structs habt, wo noch mehr Arrays drin sind, dann möchtet ihr das nicht alles in einer Zeile stehen haben. Also ruhig merken, dass das existiert. Und es gibt noch viel mehr Informationen über all diese Familien von Sachen und über diese Formatierer hier. Aber da müsst ihr wahrscheinlich erstmal nicht reingucken. Ich nutze halt die letzten 3 Minuten für diese Folie hier. Jetzt raten wir nochmal Array-Typen. Das ist I32, also Default I32 und von der Länge 3 und das ist Character von der Länge 2. So, wir können jetzt auf diesen Arrays Methoden aufrufen, zum Beispiel die Methode len. Rust-Leute sind extrem faul, was Namen angeht. Wir kürzen fast alles ab, so viel wie es geht. Len steht für Length, ja, also das gibt uns die Länge zurück. Und hier können wir auch zugreifen auf die Arrays mit den eckigen Klammern. Ich hoffe, das leuchtet ein, wie das geht. Das ist jetzt noch ein anderes Array, was wir zu Anschauungszwecken brauchen. Und zwar gucken wir jetzt mal, was diese Slices überhaupt sind. So, jetzt mal schauen. Wer mag denn mal raten, was das hier ist, was das für ein Typ ist und was für ein Wert D ist? Also wenn wir D jetzt zum Beispiel mit dem Debug-Formatter ausgeben würden, was würde da rauskommen? Ich weiß, das ist viel neue Syntax. Wir könnten in diese eckigen Klammern nämlich nicht nur einzelne Zahlen schreiben, sondern auch eine Range. Und dann bekommen wir auch einen Teil des Arrays wieder zurück. Das ist dann eine solche Slice, das ist ein View, ein Fenster in das Array rein. Okay, das ist vom Index 1 bis zum Index 4, inklusive exklusiv. Also inklusive Index 1 und exklusive Index 4, das heißt, B, C und D kommt raus. Und das ist das vom Typ Slice und mit so einem komischen Und davor. Macht euch keine Sorgen darum, das besprechen wir noch in mehr Detail später. Aber das ist quasi so eine Slice. Mehr Beispiele, was denkt ihr, was das ist? Vielleicht könnt ihr da jetzt mal erraten, was das ist. Ja? 3 bis Ende. 3 bis Ende, ganz genau. Also in diesem Fall nur DE. Selber Typ im Übrigen. Wir haben jetzt eine unterschiedliche Länge, aber denselben Typen. Hier wurde die Länge immer im Typ gespeichert, das heißt, der Compiler wusste immer die Länge und insbesondere konnte die Länge auch über die Laufzeit nicht sich ändern. Hier ist das nicht mehr so. Das heißt, die Länge ist dort woanders gespeichert, nicht zur Kompilierzeit. Letzter Versuch. Was denkt ihr, ist das? Ja gut, ist irgendwie alles, ne? Ist selten sinnvoll, aber manchmal schon. Und auch diese Slices haben Methoden und diesen eckigen Klammern-Operator. Und als kleiner Hinweis, nicht nur Arrays haben Methoden, Rust verallgemeinert über alle Typen. Alle Typen können Methoden haben. Auch so primitive Typen wie 16. Also 16 ist kein Typ, aber ein Integer kann auch Methoden haben. Das funktioniert. Wir können an 16 ist Power of 2 aufrufen. Oder an einer Variable vom Integer-Typen. Aber wie genau das abstrahiert ist, dazu später mehr. Leider ist es ja schon vorbei mit der Zeit. Gibt es noch Fragen?
Ich muss mal schauen, wie das mit dem Arbeitsblatt ist. Ich bin nicht so weit gekommen, wie ich gedacht hätte. Ich muss mal schauen, ob ihr... Ich überlege mir was. Vielleicht nehme ich die Aufgabe wieder raus. Aber wir werden auf jeden Fall sehen, dass ihr Git ausprobiert. Ja? Noch eine Frage. Bei den Slices, wird das kopiert? Nee, es wird referenziert. Okay, dann bis Montag. Und denkt daran, mir diese E-Mail zu schreiben, wie es in der Aufgabe steht.